und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze jetzt gerade im Auto, bin etwas schlecht gelaunt, obwohl ich eigentlich gut gelaunt bin. Ich weiß, macht keinen Sinn. Aber ich bin gut gelaunt, weil wir halt nach Paris fahren und ich bin mega aufgeregt und ich freue mich übelst. Und was mich gerade ein bisschen nervt, ist, dass ich vorhin von meinem Zuhause aus nach Köln fahren musste und der Zug ist ausgefallen und wir hätten von Köln aus nach Paris mit dem Zug fahren müssen und ich wäre gerne mit diesem Zug gefahren. Ja, das hat jetzt alles leider nicht so geklappt, aber wir lassen uns natürlich nicht runterziehen, deswegen fahren wir jetzt mit dem Auto nach Köln, Paris und ja, ich freue mich extrem. Wir kommen leider aber nicht mehr zum Mittagessen. Finde ich ein bisschen schade. Aber naja, wir düsen jetzt durch und dann auch. Wir fahren jetzt 436 Kilometer noch. Das heißt, circa 4 Stunden. Das wird eine sehr lange Fahrt. Aber das wird nice. So Leute, noch 87 Kilometer, dann sind wir in Paris. Ich bin aufgeregt und müde zugleich. Die Fahrt zieht sich sehr. Aber wir sind gleich da. Und ich freue mich schon. Ich bin so gespannt, wie der Eiffelturm in echt aussieht. Also wie groß der ist. Also ich stelle mir das total groß vor und voll krass. Deswegen bin ich so aufgeregt. Der Just Dance World Cup ist heute vorbei und es war ein sehr aufregender Tag für mich, denn ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich kann gar nichts mehr sagen, so toll war es. So ihr Lieben, wir sind jetzt gerade im Hotel angekommen in Paris und es ist wunderschön hier, ich kann das gar nicht glauben. Es war ein unfassbar schöner Tag, also wirklich jetzt, ich habe total einen Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist und ich muss gerade einmal gucken. Okay, ja, ich muss nämlich jetzt wieder runter, denn ich bin meinem Manager sehr auf die Nerven gegangen, weil ich unbedingt, wirklich unbedingt zum Eiffelturm will. Weil ich dachte mir so, wenn ich schon in Paris bin, da muss ich zum Eiffelturm, oder? Das ist doch Pflicht, oder was meint ihr? Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall wieder mich ready hier machen, meinen Schal drüber ziehen und meine Jacke drüber ziehen und runtergehen. Und dann werden wir mit dem Auto dorthin fahren. Und ich werde ganz viele coole Fotos machen und euch natürlich mitnehmen. Und ja, wir sehen uns gleich beim Eiffelturm. Ich freue mich. Okay, Leute. Ich sterbe vor Schönheit. Seht ihr das? Das ist der Eiffelturm. Hey, ich glaube das nicht. Leute, das ist so schön. Oh mein Gott. Guckt ihr das an. Es sieht so schön aus. Mein Kindheitstraum mit war. Leute, das sieht in echt noch viel geiler aus. Glaubt mir, das ist so schön. Was verstehe ich davon? Die Kamera. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Okay, Leute. Wir stehen jetzt genau vor dem Eiffelturm. Wie der gerade am Leuchten ist. Leute, guckt euch das an. Das ist so schön. Leute, ich sterbe. Wie schön ist das?
So Leute, ich bin wieder in Deutschland bei mir zu Hause. Ich sehe auch recht kaputt aus. Wir hatten auch eine sehr, sehr lange Fahrt vor uns. Aber ich bin sehr glücklich und was natürlich nicht fehlen durfte, ist das hier. Oh mein Gott, Leute. Wenn ihr in Frankreich seid, ich meine, die gibt es auch in Deutschland. Aber ich finde, keine Ahnung, ist immer was anderes, wenn man die direkt vor Ort holt. Holt euch die auf jeden Fall dort, denn die sind wirklich sehr, 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 sehr lecker. Aber sie sind auch sehr, 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 sehr teuer. Aber mein Gott, man holt sich ja nicht sowas jeden Tag, sondern ich war jetzt einmal in Paris und dachte mir, komm, wenn du schon in Paris bist, musst du dir die Dinger auch holen. Warum ich jetzt Dinger sage, ist, weil, ja, ich die wahrscheinlich falsch aussprechen würde. Ja, also ich würde sagen, mein Traum wurde auf jeden Fall erfüllt. Mein Kindheitstraum. Ja, und jetzt bin ich wieder home in Deutschland und es regnet hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war ein bisschen unterhaltsam und auch spannend für euch. Und ein kleiner Tipp für euch, dass ihr vielleicht auch nach Paris wollt. Dass das vielleicht eine Stadt für euch ist, wo ihr hin wollt. Weiß ich nicht. Und ja, ich würde sagen, ich beende das Video jetzt und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!